die Szechuan Crazy Fanboy Edition Soße essen? Oh, das wäre es. Okay, kann ich irgendwas mit meinem Inventar andrehen? Das eher nicht. Szechuan Crazy Fanboy. Das lässt sich nicht. Nee. Okay. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Erfolg kommt eine neue Aufgabe. Ja, wirklich. Was tun? Wo kriege ich Szechuan-Soße her? Vielleicht im Laden? Hey, Larry. Operation Alte Flamme auspusten ist erfolgreich abgeschlossen. Laut Timber ist das nicht der Fall. Bist du dir sicher, dass du die richtige Person verscheucht hast? Wie viele deiner alten Flammen lodern denn da rum? Hast du mich gerade promiskuitiv genannt? War als Kompliment. War als Kompliment gemeint. Da bin ich wohl altmodisch, wenn ich das anders sehe. Okay. Wir sehen uns später. Also weiterhin offensichtlich um den Typ. Nee, aber irgendwo habe ich schon mal das gesehen. Oder habe ich aber nur Erinnerungen von Rick and Morty? Steven! Bleiben viel fit im Schritt und formst auch. Dankeschön, Steven. So geil, Alter. Ich liebe dieses Spiel. Okay, zurück zu Lefties. Okay, was will... Szechuan-Soße, I knew it. Okay, Szechuan-Soße. Was muss ich machen? Ich muss erst Geld einwerfen. Oh, wir müssen diese Münze prägen lassen. An diesem, in der City. Kann ich das Geld vielleicht wechseln? Einen Dollarschein. Eher nicht. Wo wechselt man einen Dollar? Vielleicht im Laden? Okay, wir wollen auf jeden Fall... In einem Waschsalon haben wir leider nicht. Könnten mal gucken, ob die vielleicht Geld wechseln? Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Eher nicht. Inventar, kann ich der vielleicht? Für einen Dollar gibt's hier nichts. Guck mal, hier ist so ein Schein-Dings. Kann ich irgendwem, kann ich dir diesen Dollar geben? Kann ich das hier reintun? Ich bin so schon pleite genug. Verdammt. Eher nicht. Das hilft mir nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Eher nicht. Der Typ muss weg. Aber er braucht diese Szechuan-Soße, sonst verpisst er sich nicht. Ihr seht schon, so brauche ich eine Münze. Für die Münze brauche ich einen Dollar. Für den Dollar muss ich meinen Schein wechseln lassen. Es ist kompliziert. Sehr kompliziert. Und hier ging... Ich könnte mal bei dem Mädel nachfragen, ob sie vielleicht irgendwie Kleingeld oder so rumliegen hat. Larry? Hast du Kleingeld rumliegen? Zufällig? Und willst du mir was abgeben? Das ist keine gute Idee. Einer leicht bekleideten Frau Geld zu geben, ist nie so eine gute Idee. Okay, ich komme wieder, denke ich. Und alles, um Mädchen zu klären, ist es so kompliziert. Oh, vielleicht kann ich auch, mir fällt gerade an, vielleicht kann ich auch diesen Zahn in dieses Prägeding einwerfen. Who knows? Warte mal. Goldzahn. Sollte gehen. Das ist ja sehr altes Gold. Ja, die Maschine hat den Zahn zu einer Münze geprägt. Okay, dann wissen wir jetzt, was abgeht. Mega kompliziert. Oh mein Gott, Alter. 200 IQ, ich glaube auch, ey. Als ob das geht. Ja, als ob das geht. Macht gar keinen Sinn. Eine Golddublone. Perfekt. Alter Münzautomat. Die hat er genommen. Okay, was will ich denn? Szechuan-Soße. Da ist nichts im Ausgabeschacht, wo die Soße drauflaufen soll. Ich will die erst zapfen, wenn ich auch etwas habe, worauf die landen soll. Okay, ich könnte den Thermobecher reinstellen. Das hilft mir nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Der Thermobecher geht nicht? Was? Warum nicht? Ey. Ja, das Als ob daran. Man das auf einen Corndog machen soll. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Szechuan-Soße. Einmal Szechuan-Soße für den Corndog. Kommt sofort. Das macht doch, ist doch komplett bescheuert. Sorry, aber was? Okay, jetzt aber... Leute, die Story nimmt langsam etwas Aufschwung. Ach ja, warte, noch nicht mit ihm reden. Wir geben ihm einfach diesen geilen Szechuan-Corndog. Bitte sehr, ein Corndog mit der seltensten Szechuan-Soße überhaupt. Oh mein Gott. Ein Nostalgie-Corndog.
wie aus dem Bilderbuch. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Würstchen in den Mund zu schieben. Wer kann das die schon erwarten? Die ganze Soße wegzuschlecken. Ach Gott, bitte. Bitte, iss einfach den Corn Dog. Das war himmlisch. Jetzt geht's dir aber besser? Ich bin gerade in der Massephase. Glaube ich zumindest. Weißt du, in letzter Zeit bin ich etwas durcheinander. Oh, das liegt an den Frauen. Das liegt nur an den Frauen. Ach, ich will es auch nicht auf die Frauen schieben. Ich habe gerade so etwas wie eine Beziehung hinter mir. Aber ich weiß selbst nicht, was das eigentlich war. Oh. Verdammt. Ein ganzer Corn Dog. Mit Sichuan-Soße. Weißt du, wie viele Kalorien das waren? Die müssen instant in Bizeps verwandelt werden. Ich habe bei Timber gesehen, dass meine alte Flamme inzwischen verschwunden ist. Danke, Larry. Leider haben wir die goldene Stunde jetzt verpasst. Die mit Gold im Mund, wenn das nur entfernt etwas mit Golden Shower zu tun hat, bin ich raus. Wenn das nur entfernt etwas mit Golden Shower zu tun hat, bin ich raus. Wir sind ja nicht im VIP-Bereich von Hell's Pawn. Ich meine damit den Moment kurz bevor die Sonne komplett untergeht. Das wäre der perfekte Hintergrund für dein neues Profilbild gewesen. Können wir für das Foto nicht irgendwie tricksen? Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Was? Habe ich irgendwas Sonnenuntergangmäßiges dabei? Vielleicht die Friedenspfeife? Hey, guck mal. Das ist keine gute Idee. Hm. Sonnenuntergang. Ah. Eher nicht. I see it. Was ist das für ein Fotopanorama? Darum zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Was kostet das? Sammlerstück. 100. So viel Geld habe ich? Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt eintauschen. Ich versuche, sowas aufzutauschen. Was können wir dir denn bieten? Oh, die Platte. Das ist keine gute Idee. Oh, ich habe eine Idee. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt das geschmolzene Slushy in das den Kühlschrank. Das muss weder warm noch kalt gehalten werden. Schade, das geschmolzene Slushy können wir zu gefrorenem Slushy im Kühleimer machen. Aber nein, das war wohl falsch gedacht. Brauch ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt. Kann ich was in diesem Strip-Shop kaufen? Oh, Secondhand-Dildos! Irgendwas riecht doch... Da hat der Typ vorgestanden. Käsig? Oh, mega ekler, Alter. Dieser eine Dildo riecht wie alter Käse. Ah, da kommt der Geruch also her. Den kannst du gern mitnehmen, Jungchen. Den kauft eh keiner. Oh mein Gott. Ehrlich? Okay, wir haben ein Secondhand-Dildo, liebe Freunde. Natürlich, wir würden nicht drauf kommen, dass ein super tolles Secondhand-Objekt ein Secondhand-Dildo ist. Wer will nicht gebrauchte Sexspielzeuge? Love it. Nach Käse riechender Dildo. Oh mein Gott. Nimm das Ding weg, du Perversling. Ich glaube, das war jetzt ein Missverständnis. Okay, aber wir haben Desinfektionstücher. Das lässt sich nicht kombinieren. Ach, das lässt sich nicht kombinieren, würde sich doch verarschen. Desinfektionstücher und nach Käse riechender Dildo lässt sich nicht kombinieren. In welcher Welt sind wir heute angekommen, Alter? Halleluja. Ein Kondom, aber natürlich. Macht mehr Sinn. Jetzt riecht das Kondom auch nach Käse. Und der Dildo ist mir reingeflutscht. Nach Käse riechendes Kondom. Das ist keine gute Idee. Jetzt? Eher nicht. Was? Ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt. Und wir finden dann ein Secondhand-Dildo. Das kann kein Zufall sein. Als ob man das nicht desinfizieren kann. Kondom mit Bananen. Mein Lieblingsgeschmack. Obwohl, wenn die Dinger so alt sind wie dieser... Okay. Ein Vibrator, meinst du? Ein Mini-Vibrator. Oh, die sind wohl ausverkauft. Okay, wegen der Sichuan-Soße. Bruder, was mache ich damit? Was mache ich mit einem nach Käse riechenden Dildo in einem nach Käse riechenden Kondom? Was macht irgendwer damit? Das hilft mir nicht. Was? Jetzt hat es eine stabile Öffnung. What the fuck ist das jetzt? Ich weiß es nicht, Alter. Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Ja, wem würde das auch schon gefallen?